Hallo, meine lieben Freunde des lebenslangen Lernens. In diesem Video möchte ich euch einmal meine Erkenntnis mitteilen, die da wäre, dass ich viel zu viel gelesen habe und was ich hätte besser machen können. Viel Spaß mit dem Video. So, wie ihr wisst, bin ich ja jedes Jahr auch immer dran, meine bisherigen Erfolge zu reflektieren und auch zu überlegen, was ich in Zukunft besser machen möchte und welche Fähigkeiten ich ausbauen möchte. Und eine Sache ist mir dabei aufgefallen, bei der, also ich dokumentiere ja immer etwas in meiner Journey, ne? Ich habe eine Journey, die die Vergangenheit dokumentiert, und ich habe ein quasi Manifest, wo ich immer überlege, wo will ich in Zukunft hin, wie richte ich mich aus und was möchte ich Neues lernen. Und da ist mir aufgefallen, dass ich die letzten Jahre einfach viel zu viel Zeit und Energie da reingesteckt habe, Bücher zu lesen. Und zwar viele Bücher. Es geht hier tatsächlich um Quantität, die ich da fokussiert habe. Und meine Erkenntnis ist, dass das einfach zu viel war. Ich habe damit auch ein bisschen Zeit verloren. Ich bin ja jetzt schon da mehrere Jahre dran, viel zu lesen und mich da weiterzubilden. Und das ist eine Sache, da muss ich, das würde ich gerne natürlich auch mit euch teilen. Wenn ihr auch an dem Punkt seid, wo ihr sagt, hey, ich muss viel lesen, ich muss viele Bücher konsumieren, dann ist das Video genau das Richtige für euch. Denn meine Erkenntnis ist, ich habe einfach viel zu viele Bücher gelesen und mich quantitativ darauf konzentriert, viele Seiten zu lesen. Ich hatte das Ziel, die Bücher durchzuarbeiten und auch nicht den qualitativen Fokus ins Ziel genommen, ne? Oder ins Visier genommen, um es mal so auszudrücken. Ich habe mich nicht darauf konzentriert, möglichst viel mitzunehmen, sondern ich wollte einfach nur die Seiten durchhaben. Ich habe es auch nicht wirklich konzentriert gelesen. Schnell ist ja nicht verkehrt, aber ich habe auch nicht viel mitgenommen. Ich habe immer Bücher zu Ende gelesen, wenn sie mir keinen Spaß gemacht haben. Also Fazit ist, zu viele Bücher gelesen. Ich habe auch viel zu viele Bücher gelesen zu einem Themenbereich. So. Das heißt, ich habe unzählige Bücher im Bereich Persönlichkeitsentwicklung gelesen. Wie oft ich schon dieses, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, dieses Marshmallow-Beispiel gelesen habe, ne? Wo es darum geht, dass langfristiges Denken sich immer mehr auszahlt als das kurzfristige. Definitiv stimmt es, und es ist auch wichtig, es zu manifestieren. Denkt immer langfristig, das bringt euch am Ende des Tages mehr Vorteil und auch mehr kurzfristige Befriedigung, denn das Gehirn trainiert sich daran, dass du, wenn du ein langfristiges Ziel anvisierst und machst dann den Weg, konzentrierst dich auf den Weg, dabei auch schon Glücksgefühle verspürst. So, das heißt, das wird sich umschiften. Das werdet ihr nach einer Zeit merken, dass wenn ihr zum Beispiel, ich sag mal, lernt oder Bücher liest, wo man früher gesagt hat, ah, ich habe keine Lust zu lesen, oder joggen geht, ah, ich habe keine Lust laufen zu gehen, ne? Das ist unangenehm, ne? Ihr werdet später, wenn ihr diesen Muskel trainiert habt, ne? Langfristig zu denken ist als Glücksgefühl erachten, wenn ihr laufen gegangen seid oder laufen geht, ihr werdet euch darauf freuen oder zum Kraftsport geht. Ich könnte euch jetzt noch ganz viele Beispiele nennen. Das wird sich entwickeln, aber das habe ich viel zu oft gelesen. So, auch viel zu viel Business, viel zu viel Marketing. Ich hätte viel mehr in unterschiedliche Richtungen gehen können. Hier mehr Gesundheit, mehr Investment, mehr da, mehr da, mehr da. Ich hatte halt so eine Lernjourney, ne, dass ich sagte, okay, ich stehe hier ganz am Anfang, ich muss jetzt erstmal meine Persönlichkeit entwickeln, um später ins Business einsteigen zu können. Und dann, wenn das Business läuft, ne, dieses Online-Business, beschäftige ich mich mit Investments, ne? Und das ist halt ziemlich eintönig. Ich finde, es ist nicht verkehrt, seine Schwerpunkte zu haben, aber man muss in unterschiedliche Bereiche trotzdem noch oder Randbereiche trotzdem noch vordringen können. Man muss auch wissen, was in 10 Jahren ist, ne, und sich damit schon mal grundlegend beschäftigen. So. Und ich kann euch eines sagen, ein Beispiel dazu, es ist nicht verkehrt, auch wenn man weniger Kapital hat, sich schon mal mit dem Thema Investment zu beschäftigen und auch schon da ein bisschen Vermögen anzulegen. Es macht einfach Spaß. Und wenn ihr dann später wirklich das durch ein Online-Business zum Beispiel dann mehr Vermögen habt, dann seid ihr da auch schon ein bisschen tiefer drin und fangt dann nicht erst an, euch da die Fähigkeiten aufzubauen. Also wie gesagt, was ich damit sagen möchte, ich habe zu viel gelesen, zu viel
wenig, also zu viel Quantität, nicht die Qualität stand da im Fokus, sondern viele Seiten zu lesen und ja, ziemlich eintönige Sachen. Aber was ich euch auch sagen möchte, ist ganz wichtig: Lesen ist nur Input. Ihr trainiert dadurch nur viel zu konsumieren. So, konzentriert euch auch auf den Output. Weil, in welcher Situation befinde ich mich? Ich habe ja schon mehrmals erzählt, wie viele Bücher ich eigentlich gelesen habe, und es ist wirklich der Wahnsinn. Und es stimmt, es sind tatsächlich so viele Bücher, aber das passiert dann natürlich nur, wenn du tatsächlich von morgens bis fast abends nur damit beschäftigt bist zu lesen. So. 80% lesen, 20% Umsetzung. So sah mein Tag aus, ne? Was nicht schlimm ist. Mit einem Online-Business musst du ja nicht viel machen. Aber ich hätte meine Fähigkeiten so ein bisschen, also mehr meine Output-Fähigkeiten forcieren sollen. So. Mehr Fokus auf zum Beispiel Wissen dokumentieren, so, ne? Das Zusammenfassen, das Denken. Mehr Fokus auf Schreiben. Ich schreibe. So, das ist eine Output-Aktivität, ne? Die fördert eure Kreativität und euren Output. Was bringt es denn, wenn ihr nur konsumiert, aber nichts rausliefern könnt? Dann ist euer Mehrwert null. So, was ich auch viel mehr hätte machen müssen, ist freies Sprechen üben. So, ich mache ja hier bewusst, spreche ich frei, um es auch trainieren zu können. Ich weiß, für euch ist es vielleicht nicht ganz so cool, dass ich jetzt hier frei spreche und ein bisschen unstrukturiert. Ich habe mir ein paar Stichpunkte gemacht, aber ich habe mir als Ziel gesetzt, diese Videos, die ich jetzt derzeit hier mache, frei vorzutragen. Denn ich möchte es trainieren, besser frei zu sprechen. Und auch das hätte ich viel mehr üben müssen. So, dann wäre das jetzt hier noch viel souveräner abgelaufen. So, und wie gesagt, ich mache das auch, um meinen Weg zu dokumentieren. Das heißt, ich freue mich in 3-4 Jahren, mir dieses Video anzuhören. Ne, ich werde mir nicht alle Videos anhören, dafür reicht meine Zeit nicht, dann später hoffentlich in 3-4 Jahren, sondern ich werde mir mal stichprobenartig ein paar anhören, um auch mal zu überlegen, wie war da mein Wissensstand. So, das nur mal so am Rande. Also, Fazit. Das ist jetzt auch etwas, was ich üben muss. Zu viel Bücher gelesen, zu viel Fokus auf die Quantität, dass ich viel lese, aber nicht viel mitnehme. Zu viel Fokus auf bestimmte Bereiche. Ich habe bestimmt im Bereich Persönlichkeitsentwicklung 40, 50 Bücher gelesen. Es muss nicht sein. Mach in jedem Bereich vielleicht 10 und dann weißt du von jedem das Gröbste. Bist du als Generalist auch viel besser, finde ich, auch im Online-Marketing oder im Online-Business bist du einfach viel besser als Generalist aufgestellt, als wenn du immer nur eine Sparte liest. Ich habe mich nicht mit Psychologie beschäftigt, da zu der Zeit früher noch, und mich mit Zukunftsthemen, immer nur Persönlichkeitsentwicklung, Online-Business und Marketing. So, und das finde ich ist ein bisschen zu eintönig. So, ja, also Fazit ist, genau, noch ein weiterer Punkt. Ihr merkt, ich verhaspel mich auch, bin noch nicht ganz so in der Struktur, aber der dritte Punkt, den ich euch sagen möchte, ist, ich habe zu viel Input genommen in den letzten Jahren. Also mich zu sehr auf den Input fokussiert. Ich kann natürlich jetzt besser Englisch, ne? Viel besser Englisch, weil ich sehr viele Bücher auch auf Englisch lese. Also der englische Input ist top. Ich verstehe mittlerweile alles. Das war vorher nicht so der Fall. Ich kann auch viel schneller lesen. Ich habe gemessen, dass ich jetzt 400 Wörter pro Minute lesen kann. Ganz am Anfang waren es 100 bis 200. Ich bin auch ganz am Anfang, das war vor 4, 5 Jahren, nach 10 Seiten eingeschlafen. Das hat sich jetzt geändert. So, ich kann problemlos 50, 100, 200 Seiten am Tag lesen. So, das ist machbar. Also auch das hat sich gebessert, aber nur der Input, nicht der Output. Und das ist das, was ich jetzt in Zukunft forcieren möchte. Und dieser YouTube-Kanal ist auch meine Hilfe dabei, ne, das diesen Weg dann auch zu bestreiten. Also, wenn ihr mich dabei begleiten möchtet, ne, ich fange hierbei quasi, ja, nicht null an, aber ich meine, ich habe eine Lernjourney schon hingelegt, das stimmt, aber ihr merkt, ich habe auch jetzt hier schon neue Erkenntnisse gewonnen und ich habe eine Lernjourney hingelegt. Ich habe aber jetzt noch nicht irgendwelche Businesses aufgestellt, also keine großen. Das sind alles
kleinere Businesse. Ne? Also das ist auch mein Ziel, in Zukunft da was hochzuziehen. Aber es geht halt nicht bei 20% Output-Einsatz. Ne? Und ich werde wahrscheinlich auch in den Investmentbereich gehen, in noch ein paar andere Bereiche, von denen ich vielleicht jetzt noch keine Ahnung habe. Mein großes Ziel ist es ja irgendwann, mit sehr viel Einfluss auch die grundsätzlichen Themen, die wir haben, oder die Probleme der Menschheit zu lösen. Ne? Für die halt andere, die jetzt von Tag zu Tag leben und gucken, wie sie ihr Brot verdienen müssen, das soll jetzt nicht abwertend klingen, aber nicht die Möglichkeit haben, ne? So um sich um so Themen zu kümmern wie Klimawandel, Umweltverschmutzung, Zugang zu Wasser und vielleicht auch visionäre Themen antreiben. Wir wissen ja nicht, wo wir in 10, 20 Jahren stehen. Also das ist so mein größeres Ziel. So, wenn ihr das verfolgen möchtet, abonniert diesen Kanal, lasst uns gerne auch austauschen. Ich freue mich über einen Austausch, auch wenn ihr noch am Anfang steht, weil wo habt ihr die Chance, jemanden von Anfang an zu begleiten? So, ihr werdet andauernd upgedatet, wo ich stehe, und es könnte für euch auch interessant sein. Ich habe auch jetzt derzeit 6 Abonnenten, ich freue mich sehr darüber, und lasst ein Abo da und folgt meinen Videos, ne? Und lasst uns austauschen. Bis zum nächsten Video. Ciao.